Jo Freunde, was geht? Hier ist Relit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 The Journey. Jo Freunde, wir sind heute mal wieder. Das haben gesehen. Egal. Egal. Dann bilde ich mir das nur ein. Egal. Ja Freunde, wir sind jetzt wieder in einer Trainingssession angekommen. Wir haben jetzt Platz 10 bis jetzt erreicht. Ah, ist noch Anfang der Saison, aber eigentlich muss das ein bisschen besser gehen, was ich auch eigentlich erwartet habe. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten hart, um auch oben anzukommen. Und ich würde mal direkt mal sagen, wir starten los und auf geht's. So, was haben wir hier? Präzisionspass, Flügel weg. So, Training beginnen. Pass den Ball auf den Mitspieler, indem du ihn über den Verteidiger hebst. Ja, ist ja easy, ne? Ach so, nur einmal oder? Oh, falsche Richtung. Ah, viel zu weit. So knapp. Okay. Ja gut, ich denke, ich habe das gut gemacht. Jetzt Flügelwechsel. Vollziehe per Heber einen Seitenwechsel auf deinen Mitspieler. Schließe die Übung ab, indem du den Ball auf einen Mitspieler flankst. Okay, next step. Schieß doch. Ah, falsche Richtung, du Hans. Wow, so knapp. Sehr schön. Gut gemacht. So, Präzisionspass. Ja, haben wir uns wieder Step by Step wieder verbessert, ne? Ist ja gut. Muss immer wieder besser werden, immer wieder besser. So. Was geht jetzt als nächstes? So, jetzt sind wir wieder in unserem legendären Zimmer. Und Mr. Alex Hunter ist eine andere Welt, oder? Spiel einfach dein Spiel. Mon Ami. Nutze deine Chancen. Solange Mr. Alexander Joker bleibt, bin ich hier einverstanden, aber für einen Startplatz ist er noch nicht reif. Citizens. Ja, das sind eure Meinung halt, aber ich sehe es nicht so. So, nächster Spieltag gegen Swansea City. Mal sehen, was daraus wird. Ich denke mal wieder nur eine Joker-Rolle werden wir spielen, was eigentlich langsam nervt. Aber egal. Normalerweise verstehe ich nicht, warum Walker vor mir spielt. Ich hab wieder Bock, mal alleine zu spielen. Ja, ich hab wieder Bock, allein zu spielen. Also so langsam müssen wir jetzt hocharbeiten. In die Top 5 reinkommen. Jetzt wieder die Ziele, eine Vorlage, gewinne das Spiel. Alexander Okay, kommt Vorlage ins müsste Spiel eigentlich hier nicht knapp so eine schwer Stunde vor sein, dem Ende. als City ein will Tor zu mehr, das erzielen. ist ganz klar. Oder Und dann schauen andersrum. wir mal, wie Hunter ins Spiel Ja. kommt.
Vielleicht geht mit ihm ja noch mal mehr in der Offensive. Das Spiel. Jetzt kommen. Ah, viel zu weit weg. Scheiße. Nur ein Klischee. Das ist meiner. Jetzt Nasri. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Gute Aktion. Eigentlich muss ich da sein. Egal. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Das könnte eine Gelegenheit werden. Spiel doch. Alter, was macht der? Fernando. Jetzt Klischee am Ball. Alex Hunter. Scheiße, das ist meiner. Das ist meiner. Da holt er den Ball zurück. Borja Bastón. Da trennt er ihn vom Ball. Klischee. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Wie viel steht's eigentlich? Guter ich habe gar nicht den Spielstand gesehen. Einwurf für Manchester City. Ich jetzt. Das Spiel konzentriert. Die Maria am Ball. Gefährliche Flanke, aber der okay. Verteidiger ist zuerst am Ball. Das gibt Ecke. Was macht der da? Also. Ball im Haus, Einwurf für Manchester City. Spiel den Ball, Spiel. Klischee. Nervs, Alter. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Super gespielt, macht er mit der Hacke. Jetzt wird's gefährlich. Muss Einwurf geben. Bei Ihnen wird's jetzt eine Auswechslung geben. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen Sie mal eine überraschende Aktion. Das macht er gut. Ja, ja, die Vorlage ist drinne. Die Vorlage ist drinne, jawohl. Der nächste Angriff der Citizens. Klasse gespielt. Otamendi. Otamendi Argentinos. Vorlage ist drin, ey. Das müsste es eigentlich sein. Und jetzt nur noch Spiel gewinnen, dann haben wir die Voraussetzung erfüllt. Silva spielt mir zu. Ich weiß gar nicht, warum Walker noch drin ist, aber egal. Und Otamendi macht den rein. Auf voller Offensive waren wir eingestaubt. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf, mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive mal Druck machen. Da ist das erste Tor und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. Wir köpfen. Sehr schön. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Boah, was für eine Vorlage, Alter. Das ist nicht das Wunschresultat von Lauf. Spiel ab. Spiel doch ab, du Idiot. Der stand doch frei da. Jetzt kommt hier Leben in die Bude. Sie werfen ab. Das macht er gut. Aber der Pass war einfach nur sexy. Die Maria. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Ah, ich finde das nicht gut, dass sie den jetzt auswechseln. Der ist doch voller unter Strom noch. Ah, ne. Jetzt hat er Feierabend. Zeit für uns, nochmal auf sein Tor zu schauen. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht nochmal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier nochmal oh, eine nein. Ganz, ganz enge Kiste Ander, mach Druck! Weg damit! Angel Rangel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Und David Silva. Vielversprechend. Scheiße, das war meiner. Ah, ich hab geschlafen. Kork. Das macht Bock eigentlich, alleine zu spielen, Leute. Ich weiß, ich rede viel zu wenig. Aber irgendwie mehr habe ich es jetzt gecheckt, dass ich ein bisschen mehr reden muss. Aber
Wie gesagt, allein das Spiel macht auch Bock. Da lernt man viel mehr so, wie man sich zu verhalten hat im Spiel. Können Sie jetzt eine Aber Voraussetzungen haben wir erfüllt. Wir haben gewonnen, wir haben die Vorlage. Das ist einfach nur super. Damit sind wir durch für heute. Zum Schluss habe ich eigentlich noch eine super Vorlage, einen super Pass gespielt. Aber der Doof da an den Außenflügeln hat leider nicht abgespielt, sonst hätte es 2-0 stehen können. Aber egal. So, beeindruckend, den Boss haben wir auch übertroffen. Was will man mehr, ne? So, Arsenal hat gewonnen gegen Chelsea, wir haben gewonnen, Liverpool hat gewonnen, Tottenham hat gewonnen, Sunderland hat unentschieden gespielt, Manchester hat 0-0 gespielt. Ja. Haben wir was verbessert? Haben wir Attributewachs? Okay. Wir sind auf 64. Yeah, baby. Ja, man. Wird ja mal besser. Wir müssen definitiv über die 70 noch kommen. Definitiv. Aber es ist ein bisschen schwierig. Immer je pro Trainingssession, dass immer nur ein Punkt immer höher geht, ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Blöd! Wir sind wieder im legendären Zimmer. Anthony Martial Poster sieht geil aus, ne? So, London. So sieht das aus, Manchester City 0-1. Super Ergebnis. Und Mr. Alexander wurde in Durchgang 2 eingewechselt. Verdienter Sieg heute, Mr. Alexander. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Das darunter hatten wir ja schon, ne? Gehen wir mal weiter. Film ab. Schlecht, Trainer. Ist okay. Lass die Tür auf. Alles klar? Wow, hey, Guess. Wieso reagierst du nicht auf meine Nachrichten? Ja, hatte viel um die Ohren. Kennst das ja. Okay. Setz dich, Junge. Hunter? Nun, du kannst sicher sein, dass wir dich sehr schätzen. Danke. Das ist ein Fehler, warum? Ich finde auch, es läuft gut. Ich komme richtig gut zurecht im Team. Machen wir mal warum. Aber wir finden, es ist an der Zeit, dich auszuleihen. Was? Und was? Aber ich dachte, ich bereichere das Team. Nun, du hast gut gespielt, aber der Einkauf des teuren neuen Stars wird deine Spielzeit beschneiden. Ich finde auch, dass wir Angebote von 3 Champions sollten, aber die 3 sollen in der Champions League spielen. Eine Möglichkeit für dich, Erfahrung zu sammeln. Ein Ziel aufsteigen? Will er mich verarschen? Der hat doch gerade gesagt, drei Vereine, die Champions League spielen sollen. Aston Villa oder Newcastle, eins von den beiden würde ich dann nehmen. Norwich City ist auch bekannt, aber ich finde, die beiden Vereine sind viel populärer. Boah, sogar 1874 sind die schon gegründet worden. Wie sieht's die Prämien da aus? 45.000. Ja, nehmen wir Newcastle, ne? Newcastle? Ja, komm, nehmen wir die. Hör zu. Wir alle denken, dass du großes Potenzial hast. Aber du musst spielen, Woche für Woche. Diese Leihe könnte dein Durchbruch sein. Die Geschäftsstelle organisiert Transport und Unterkunft. Mr. Agostino erwartet dich nächste Woche am Trainingsgelände. Na, schlechte Nachricht, ne? Alex? Zeig, was wirklich in dir steckt. Ey, Handy! Den würde ich nehmen. Das ist bestimmt ein Huawei P20 Pro.
Ja, Freunde, wir haben eine schlechte Nachricht. Wir müssen leider für ein Jahr weg. Und ja, ist halt blöd gelaufen. Aber ich finde, der Trainer hat nicht allzu unrecht. Wir müssen halt regelmäßig spielen. Und da sind leider halt viel zu große Stars drin. Ne? Ich würde sagen, wir schauen mal jetzt weiter, wie es geht. Handy kaputt. Dachte, du hast vielleicht Hunger. Danke. Die alten Koffer tun's immer noch ganz gut. Hm? Bin damit eingezogen. Hm? Da war ich 3? Nein, 4. Ja. Dad hat mir kein Spielzimmer gebaut. Naja. Das Leben gibt dir nicht immer, was du willst, oder? Sie schmeißen mich raus, Großvater. Ach nein, sie leihen dich nur aus. David Beckham ging damals nach Preston. War sein Durchbruch. Komm schon. Halt durch, Junge. Auf jeden Fall stylisch gekleidet. Karte, wir sind im selben Team, der gute alte Williams. Immer noch in der Schrottmühle rum? Was ist nochmal mit Karte gemeint? Der gute alte Williams. Danny Williams, du hast dich kaum verändert. Oh, komm schon, komm schon. Ich mach nur Witze, genau wie früher. Hey, willkommen im Fußballhimmel. Hey, ich weiß, das hier ist nicht die Premier League, aber trotzdem Profifußball, oder? Echt jetzt, Mann. Hier sind gute Spieler, taffe Spieler, tolle Clubs. Mein Spiel ist besser geworden, seit ich herkam. Das ist Fakt. Was machst du eigentlich hier? Ich suche Mr. Agostino. Was, Dino? Pff. Hey, Dino! Draußen hat sich dieser Möchtegern-Kicker auf dem Flur rumgetrieben. Alex Hunter, willkommen, willkommen. Mr. Agostino. Dino, Dino, bitte. Mr. Williams hat sich um dich gekümmert? Ja, wir sind alte Freunde, er und ich. Ja, denn ihr erwähnte, dass ihr auf der Akademie wart. Die Chemie auf dem Platz ist das absolut Wichtigste, es ist das Allerwichtigste. Ich bin froh, dass ihr Freunde seid, das wird dem Rest der Mannschaft helfen. Sowas steckt an. Klar, ja. Alex, wir haben ein Problem. Wir bewegen uns im Angriffsdrittel nicht so gut. Ganz besonders vor dem Tor. Mr. Williams macht gute Pässe, aber ich bin bereit, die Liga zu erobern. Ich bin bereit, 110% zu geben. Ich kann jede Rolle übernehmen. Wenn ihr zwei vorne ich kann jede Rolle übernehmen. Viele Probleme stellen, oder? Ich bin für jede Rolle bereit, Dino. Kick, Fußbälle, einfach ins Netz, Hunter. Komm schon, das ist nicht so kompliziert. Okay, hört zu, wir haben einen harten Ligapokal gegen eine Runde 3 und müssen wieder aus dem Tabellenkeller raus. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Du hast das alles in der Hand, Alex. Es gibt 1000 Chancen, die du ergreifen kannst. Frag Mr. Williams. Nach einem schwachen Spiel folgt ein umso härteres Training, um seinen Platz zurückzuerobern. Kapisch? Gut, na schön. Na dann ist doch alles soweit in bester Ordnung.
Okay, ich muss los. Alex, wir haben dir eine Unterkunft besorgt. Sie ist klein, aber gemütlich. Ich gehe jetzt. Ich habe einen Termin mit dem Boss, okay? Ich freue mich schon auf morgen aufs Training. Na komm, ich zeig dir alles. So, Freunde. Ich würde sagen, das war's von hier. Wir haben jetzt unseren neuen Club hier. Und zwar Newcastle United. Und wir sind jetzt aktuell Tabellen-Siebter. Ich will nicht allzu viel drumherum reden. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall. Mit Alex Hunter, mit Danny Williams. Und ja, Freunde. Ich hoffe, dass es was wird. Und endlich den Durchbruch schaffen nach einem Jahr und zu City zurückkehren können. Wir werden es sehen. Ich bin draußen, euer Khalid und ciao.